Sie läuft direkt auf den Park zu. Hallo? Irgendjemand hier? Ingen, Hoskins. Sie wissen, warum ich hier bin? Ich arbeite jetzt seit 2 Jahren an einer Verwendung für diese Raptor. Lassen Sie mich das klar ausdrücken. Kein Velociraptor wird auf dieser Insel freigesetzt. Okay, Boss. Was haben Sie jetzt vor? Wir brauchen niemanden sonst. Ziel gesichtet, südlich des Vogelhauses. Wie geplant fortfahren. Beeilung, Jungs. 10 Uhr beim Vogelkäfig. Hochziehen, hoch! Was passiert hier? Was? Macht euch bereit zu rennen. Bereit? Ja. Es scheint wirklich der ganze Park außer Kontrolle zu geraten. Masrani hat in einem Hubschrauber versucht. Den Indominus Rex zu betäuben, zu erschießen. Und hat dabei den Vogelkäfig beschädigt. Sodass wir es jetzt mit freifliegenden Pteranodons und Dimorphodons zu tun haben. Sarah, unsere Aufpasserin, ist wieder bei uns. Ja, und ja, irgendwie läuft das jetzt alles hier richtig aus dem Ruder. Ich bin jetzt hier gerade so ein bisschen abgelenkt, weil ich jetzt gerade eine kurze Pause gemacht habe und mich gerade wieder erstmal in die Handlung richtig reinfinden muss. Wir müssen ihm helfen, okay. Erfahrungsgemäß können Frauen am besten schreien. Ja, können sie. Okay. Sarah hatte ja in dem Film nur einen kurzen Gastauftritt. Die hat dann etwas, nähere Bekanntschaft mit dem Pteranodons gemacht. Jetzt haben wir die doch befreit. Warum rennen die nicht einfach weg? Oder brauchen wir jetzt Zack? Ja, die Pteranodons, die kennen wir schon aus Jurassic Park 3. Wir haben es jetzt hier noch mit einer neuen Saurierart zu tun, nämlich mit den Dimorphodons. Das sind auch Flugsaurier. Dimorphodon bedeutet... Passt auf! Haltet euch vom Wasser fern. Wie kommen wir da vorbei? Glaubt nicht, dass wir das können! Okay, das Team hat gewechselt. Wir sind jetzt wieder bei Owen und Claire. Und wir hatten geile Musik aus der Jukebox. Wir haben ja auch noch ein kleines Stromproblem. Ja, also die Morphodon bedeutet 2 Arten von Zähnen. Es waren sehr viel kleinere Flugsaurier, viel kleiner als die Pteranodons. Und sie lebten im Unterjura, 175 bis 199 Millionen Jahren. Und gehörten zu den Ornithodira, auch zu den Flugsauriern. Und man hat sie in England gefunden. Die Dimorphodons hatten sehr viel Knobel in den Kopf. Die hatten auch ein richtiges Maul eigentlich und nicht so sehr einen Schnabel. Und waren, wie gesagt, viel kleiner. Also, die waren vielleicht so 1 Meter lang und ihre Spannweite war auch nur so, 1 bis vielleicht allerhöchstens 1,5 Meter. Eher ein bisschen weniger.
Und lass uns diese Dinos einfach so vorbeispazieren lassen. Auf dem Dach dieses Gebäudes ist ein Holoprojektor. Den können wir benutzen. Ein Holoprojektor? Okay. Da, also hier drüben, das ist jetzt, das sind die Demorphodons. Genau, so sahen die aus. Das kommt eigentlich ziemlich gut hin. Und ihr seht schon, die waren also eine ganze Ecke kleiner als die Pteranodons. Und müssen jetzt irgendwie auf das Dach gelangen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie wir das anstellen sollen. Oh, da ist ein ganz ein großer. Haben jetzt auch verschiedene Farben, okay. Kann ich hier vielleicht rein? Nein, kann ich nicht. Claire. Doch, Claire. Ich kann doch hier bestimmt irgendwas machen, genau. Okay, die hat jetzt erstmal einen Dino in die Garage verfrachtet. Oh, gut, hat's gemacht, das war mein Handy. Komm ich dann jetzt hier irgendwo... Kann ich hier vielleicht aufklettern oder so? Moment, was war das? Ah, tatsächlich, ich kann hier mit Ohren aufklettern. Ja, die Morphodons, um das kurz zum Abschluss zu bringen, waren also, wie gerade schon gesagt, sehr viel kleiner, haben auch nur so 12 Kilo Gewicht auf die Waage gebracht. Hatten eigentlich im Verhältnis zum Körper einen relativ großen Kopf, wenn man bedenkt, dass beim Pteranodon der Kopf nur durch den Schädel, durch den Schnabel so groß gewirkt hat. Und ja, es waren eigentlich so alles Fresser. Fische, Insekten, Würmer, Kleinlebewesen. Also schon vorrangig Fleisch. Und sie gehörten zu den ersten Wirbeltieren überhaupt, die fliegen konnten. Und viel mehr gibt es über die Demorphodons eigentlich nicht zu sagen, weil sie natürlich im Vergleich zu einem Pteranodon doch ziemlich abkacken. Also in Sachen Größe und links. Oben, unten, links, oben, unten. In Sachen Größe und Gefährlichkeit. Ja, das hat jetzt automatisch gewechselt, da konnte ich nichts machen. Wir haben uns jetzt auf der anderen Seite mit einer T-Rex-Holographie ein bisschen den Weg freigeschafft. Und jetzt müssen wir schauen. Kann er da wirklich aufspringen? Na? Ich habe übrigens gerade einen Laden mit Outdoor-Ausrüstung. Er will nicht schwingen, okay. Also theoretisch ist es richtig, aber ich glaube, wir müssen erst den Pteranodon ablenken. Ich weiß nur noch nicht wie. Oder halt, Moment, vielleicht muss ich das mit Sarah machen. Ja, genau, die ist nämlich ein bisschen sportlicher. Die kann über dieses. Ja. Das elektrisierte Wasser rüber. Und darf gleich mal die Pteranodons verdreschen. Die Morphodons verdreschen. Ich finde die eigentlich sehr süß gemacht, muss ich sagen. Okay. Jetzt können uns die Jungs auch hinterherkommen. Aber seid vorsichtig. Da ist was drin. Ich will das haben. Oh, geil. Ein Bernstein. Im Klamottenladen. Ja, geh halt wieder raus. Ja, das ist, klappt nicht immer so auf Anhieb. Plötzlich verschreckt Saurier. Okay, dann sollte Gray versuchen, ein Foto zu machen. Schönes Bild. Sehr talentierter Fotograf. Also wir arbeiten uns jetzt aufeinander zu mit unseren beiden Teams. Auf dieser Haupt-Einkaufsstraße eigentlich von Jurassic World. Ich wechsle mal kurz zu Owen. Kommt er jetzt hier vielleicht irgendwie weiter?
Tatsächlich. Ein Eiswagen. Ach Gott, und schon wieder die Morphodons. Die sind ziemlich lästig. Vor allem sind die ziemlich angriffslustig, merke ich. Also... Ja gut, ich hätte auch einfach geradeaus unten durchgehen können. Das wäre auch noch eine Idee gewesen. Cupcakes. Flippers. Ach, das sind Tauchflossen. Okay. Das scheint jetzt gerade sich ein bisschen zu beruhigen, wollte ich sagen. Da kommen wir die nächste Mal. Ich finde ja, die Morphodons, die werden so ein bisschen unbeholfen, so ein bisschen klebrig einfach. Oh, da haben wir einen Schlüssel. Wo gehört der hin? Hier rein. In die Spielhalle. Ah, oh, und unser Team wird schon wieder angegriffen. Da geht es wirklich ganz schön zur Sache gerade. Ich mache das nicht nur, um eine Runde zu zocken. Ja, wer weiß. Wie sieht es denn eigentlich stat-mäßig aus? Oh, miserabel. Okay. Was können wir denn hier Schönes machen? Nein, das wollte ich doch gar nicht. Er kann doch hier bestimmt... ja. Okay, so viel Zeit muss sein. Man braucht ja auch mal ein bisschen Spaß zwischendurch. Okay, ab in die Spielhalle. Oder brauchen wir Claire? Die muss sich hier über diesen Zaun schwingen. Rein mit der Sicherung. Ja, ich weiß. Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Ist ja schön, dass wir es vorher noch benutzen konnten. Ich finde es jetzt auch gerade sehr schön, wie Lego sich das selber rufen muss. Damit habe ich nicht gerechnet und so weiter. Es ist übrigens auch in Jurassic World, in dem Film, sehr, sehr viel Selbstironie drin. Fand ich gut, hat mir gut gefallen. Okay, da brauchen wir Lex. Lex ist natürlich jetzt nicht bei uns. Wobei, also gemessen an der Dauer, wie lange der Teil 1 jetzt her ist, ist Lex vielleicht gerade mit ihren Kindern hier im Park. Das ist ja durchaus möglich. Sie sehen jetzt schon beide auch viel mitgenommen aus, Owen und Claire. Also, Claire ist ja wie gesagt eigentlich die Geschäftsführerin, aber jetzt mittlerweile schlägt sie sich ja auch ganz gut so als Überlebenskünstlerin. Aber nein, nee, das kann sie trotzdem nicht. Okay, dann schauen wir mal zu den anderen rüber. Zu den Jungs und zu, nein, zu Sarah. Wir müssten sie jetzt eigentlich gleich erreicht haben. Also, sehr viel ist ja da nicht mehr dazwischen. Hier haben wir anscheinend noch mal eine Lade für Outdoor-Bekleidung oder sowas. Und da drüben ist ein Tunnel. Da werden wir Gray gleich mal reinschicken. Ich bin übrigens sehr begeistert, dass es Gray und Zack tatsächlich nicht ganz verwechselt. Das habe ich mir nämlich eigentlich gedacht, dass das passiert. So. Gray. Der hatte für meine Fail, also ich finde, dass er im Film eine sehr merkwürdige Frisur hatte. Aber, ja gut, wahrscheinlich ist das jetzt mittlerweile in und ich habe da einfach keinen Sinn dafür, das kann es ja auch sein. Okay, da können wir nichts kaputt machen. Oh, wo kommt denn der Haufen her, bitteschön? Das will ich nicht. Das will ich nicht. Okay. Ja, was wollen wir dann mit ihm hier oben, wenn er das nicht will?
Also der Einzige, der durch diese Tunnel klettern und in Scheiße hüpfen kann, ist eigentlich Eric aus Teil 3. Den haben wir jetzt aber nicht dabei. Okay, dann bleibt uns das hier wohl erstmal verwehrt. Haben wir eben noch ein bisschen den Mord mit uns verbrechen? Wir hatten jetzt auch schon lange keine Verfolgungsszene mehr. Es wird mal wieder an der Zeit. Oh, und da hinten ist die totale Panik. Alles ist am Kreischen und durcheinanderlaufen. Oh, was war das? Was ist das denn? Also hier im Wasser passiert nichts. Da ertrinkt man nicht. Dafür ist es jetzt einfach auch nicht tief genug. Wir müssen das auf die Flammen richten. Auf die Flammen richten? Wie denn? Okay. Ah, da kann man was zusammenbauen. Ah. Ja, das sind aber nicht Flammen. Ja. Ich bin unterwegs zu Ihnen. Schlechte Idee. Dieser Hoskins hat jetzt das Sagen. Er will tatsächlich die Raptoren einsetzen. Wir setzen ein neues Team ein. Sie waren noch nie außerhalb des Geheges. Das ist irre. Das ist nicht mehr Ihr Revier. Sie arbeiten nämlich für mich. Wenn wir das tun, dann auf meine Art. Ruhig. Ganz ruhig, Blue. Sie haben was gefunden. Ich weiß, warum sie uns nicht sagen wollten, woraus sie gemacht wurde. Wieso? Es hat Raptoren-DNS. Achtung! Raptoren haben ein neues Alpha-Tier. Typen haben keine Chance. Ja, scheiße. Also da gibt es viel zu erklären. Zum einen, ganz vorneweg muss ich es jetzt erwähnen, einer meiner Lieblingsdinos ist jetzt doch noch kurz aufgetaucht. Der Mosasaurus. Das war das Riesenvieh, das die Sarah im Wasser weggeschnappt hat. Ich hoffe, dass ich vielleicht im Freien Spiel Zeit finde, ein bisschen was über den Mosasaurus zu erklären. Der ist nämlich super interessant. Aber jetzt erstmal zu etwas, worauf wir noch gar nicht eingegangen sind. Nämlich ja, zu dieser Geschichte mit den Raptoren. Man hat es ja eventuell gerade kurz, ja, oder auch in vorherigen Cutscenes schon kurz erahnen können. Also wir haben hier einen, ja, wenig sympathischen Herrn namens Vic Hoskins. Und der hat eigentlich nur ein Interesse, nämlich aus den Raptoren eine militärische Waffe zu machen und sie abzurichten als Kampfmaschinen quasi. Und ja, und der hat jetzt versucht quasi, also er ist ein Ingenieurmitarbeiter,
dass die Raptoren jetzt Jagd auf diesen Indominus Rex machen sollen. Das eigentliche Alpha-Tier der Raptoren ist Owen Grady, ja? Ich habe ja immer gesagt, Blue ist das Beta-Tier, genau, weil Owen Grady das Alpha-Tier ist. Das Rudel hat ihn tatsächlich als Alpha-Tier anerkannt. Allerdings heißt das natürlich nicht, dass die Raptoren tun, was er will. Alpha-Tiere werden immer wieder zum Kampf herausgefordert. Sie geben die Struktur vor in einem Rudel und haben auch Vorrechte, aber sind auch sehr gefährdet. Ja? Also deshalb kann man jetzt nicht automatisch sagen, dass er als Alpha-Tier jetzt hier sicher ist vor denen. Ja, er hat sich dazu bereit erklärt, letztendlich, weil er keine andere Wahl hatte. Es wurde angeordnet, dass die Raptoren freigelassen werden und den Indominus jagen sollen. Und dann hat er eben gesagt, okay, aber dann machen wir es auf meine Art. Wenn ich schon nicht drum rumkomme, dann eben auf die einzige Art, die ich vielleicht noch halbwegs steuern kann. Okay. Ja. So, Entschuldigung. Jetzt ist es allerdings so, dass die Raptoren den Indominus Rex tatsächlich aufgespürt haben, mit Owen Grady an ihrer Seite. Und es hat sich herausgestellt, dass sie mit dem Indominus Rex kommunizieren. Und das wiederum... Entschuldigung. Da muss ich mich immer kurz konzentrieren, wenn ich das mache. Das wiederum bedeutet nichts anderes, als dass der Indominus Rex tatsächlich Raptoren-DNS in sich trägt. Denn sonst könnte er gar nicht mit den Raptoren kommunizieren. Ja? Ach Mensch, wieso trifft er denn immer das Seil nicht? Okay, also wir haben jetzt einen Super-Dino, der größer ist als ein T-Rex, der T-Rex-DNS in sich trägt als Basisgenom und auch noch zum Teil aus einem Raptor besteht. Das ist also ein Tier, mit dem man sich unbedingt anlegen will. Ja? Tarnen kann er sich auch noch und ach, alles Mist. So. Okay, manchmal geht es auch einfacher. Jetzt haben wir es also nicht nur mit einem Indominus Rex zu tun, sondern auch noch mit einem Raptorenrudel, das uns nicht mal als Alpha-Tierchen anerkennt. Ja? Okay, der Angst kann er doch bestimmt verschneiden. Nee, kann er nicht. Ah, das Feuer sieht auch total geil aus. Soll dir nur Angst machen, Echo. Ich hoffe, das klappt. Ja, also er will Echo nicht verletzen, er will ihm wirklich nur Angst machen, damit er von seinem Opfer ablässt, weil natürlich hängt Owen Grady an seinen Raptoren. Ja, es ist sein Rudel und seine Tiere und er will sie nicht verletzen oder ihn wehtun. Ausgehalten hätte. Wir sehen uns. Wobei er sie jetzt nie als seine Tiere betrachten würde. Ja, es ist halt ein Team. Ja, vielleicht sieht er sie ein bisschen so als seine Freunde oder so an, aber nicht als seine Tiere, nicht als sein Besitz. Er weiß, dass sie einen eigenen Willen haben und auch wenn sie künstlich erschaffen wurden, sagt er, das Tier weiß das nicht. Ja, es verhält sich ja seiner Natur entsprechend, die halt künstlich geschaffen wurde. Oh, geil. Das sieht so toll aus mit dem Feuer. Ich freue mich schon. Boah. Ja, was ist denn das jetzt überhaupt hier? Kann mir das mal jemand sagen? Also ich freue mich auch schon irre auf das freie Spiel, weil ich gespannt bin, was man da noch so alles entdecken kann. Und was man da so alles freischalten kann, das können wir bestimmt rausziehen, oder? Nein! Geh runter! Lass mich in Ruhe! Puh. Alles in Ordnung? Jungs, Hilfe? Ja, ich bin ja schon da. Also Charlie ist jetzt tatsächlich auf uns losgegangen. Charlie hat uns angegriffen. Ja, er ist eben ein Tier. Ein Teil eines Rudels und dieses Rudel hat eben den Indominus Rex als Alpha-Tier und somit jeder, der dem Rudel schaden will oder dem Alpha-Tier schaden will, ist ein Feind. Auch für Charlie. Und eben auch sein früheres Alpha-Tier. Ja.
was auch immer das hinterlassen hat, hat was Nützliches gegessen. Ja, es kann nur der Indominus Rex gewesen sein. Wer soll denn hier sonst so einen Riesenhaufen hinlegen? Das einzige Tier, was mir einfällt, scheint ja hier nicht in der Nähe zu sein. Also, hier ist total geil. Dieser nächtliche brennende Wald. Finde ich total herrlich. Wir schauen natürlich, dass wir unsere Stat-Anzeige möglichst hoch kriegen. Damit es vielleicht noch für den Bahnüberlebenden reicht. Aber es fehlt eigentlich noch einiges. Also, und ich weiß halt nicht, wie lange das Level noch ist. Halt. Nee, das ist falsch. Kann der nicht mit dem Seil werfen? Ach ja. Ich sollte halt, wenn da steht B drücken, sollte ich halt auch B drücken und nicht X. Ja. Es ist Delta. Meinst du kannst dich vorbeischleichen? Das sieht nicht so aus. Obwohl, Owen kann sich vorbeischleichen, genau, an Delta. Also wir erinnern uns ja, Blue, Charlie, Delta und Echo. Echo hatten wir gerade schon, das hier ist Delta. Ne, Charlie hatten wir schon, ist ja auch egal. Aber Blue fehlt noch, Blue, das Beta-Tier quasi. Oh, den Haufen hätte ich jetzt gar nicht gesehen, weil der so eine Wolke umgeben ist. Was haben wir hier? Ein Minikit. Ja. Das hat er bestimmt gesucht jetzt. Ich glaube, da müssen wir jetzt gleich nochmal was zusammenbauen. Ja. Schön, dass die Kurbel schon dran ist. Die müssen wir nicht erst suchen. Die Resident Evil Gedächtniskurbel. Wie er sich aber auch immer entschuldigt, ja. Er macht es ja nicht gern. Okay. Kannst du die Kiste runterholen? Ja, bestimmt. Halt. Und wir müssen auch noch einen befreien irgendwo, sehe ich jetzt hier oben in der Mitte gerade. Also drei haben wir schon, habe ich gar nicht mitgekriegt. Einen habe ich mitgekriegt, aber die ersten beiden nicht. Also sonst hat man ja immer vor den Raptoren die meiste Panik gehabt. Jetzt mittlerweile hat man... Jetzt hat man ja mittlerweile gelernt... Ich bin dir 65 Millionen Jahre voraus. Oh, was zum... Ja, super. Also der Indominus kann sich tatsächlich so tarnen, dass man ihn überhaupt nicht vorher sieht. Solange Blue im Weg ist, können wir ihm nicht helfen. Ja, und Blue wollen wir natürlich nicht wegnehmen, ja. Blue ist ja so ein bisschen unser Liebling. Eigentlich. Wir sind ganz Raptoren. Also, zumindest hatte ich immer so den Eindruck. Ja, das OO war jetzt auf die Startanzeige bezogen. Ich glaube, das klappt wieder nicht, aber... Das heißt drum. Übrigens ist der Part eigentlich auch gleich zu Ende. Ich hoffe, dass wir das jetzt noch schaffen. Ich glaube, ich komme nur so hier durch. Also wir haben hier Blue, die schaut jetzt noch ein bisschen, ja, gleichgültig in der Gegend rum. Und wir haben den Indominus Rex, der hier einen unserer Mitarbeiter, ja, gerade zerfleischt. Schieß mit dem Schockgewehr drauf. Ja, machen wir.
Und dieser Mitarbeiter von uns, der hält gerade auch ziemlich lange durch. Also im Maul von einem Indominus Rex. Sorry, Blue. Eine Idee, wie wir den Großen dazu bringen, sein Essen auszuspucken? Ja, vielleicht. Sehen wir uns um. Ich stehe halt wieder mal auf. Der kriecht da in der Gegend rum. Ja, das mit Blue, das tut mir jetzt wirklich leid, weil die hat uns ja nichts getan. Ja, er will aber nicht. Der hat sich da festgebackt. Oh nee, oder? Kann ich ihn da... Also, das ist jetzt ganz blöd. Der steht nämlich nicht auf. Ich schau mal, ob ich ihn da raustreten kann. Oder rausprügeln kann, weil... Der will nicht aufstehen. Der kriecht immer nur zwei Schritte vor. Aber mehr nicht. Das ist jetzt ganz doof. Ah, jetzt steht er wieder. Okay. Puh, da haben wir jetzt aber Glück gehabt. Okay. So, wen brauche ich denn jetzt? Hier fehlt noch die entscheidende Würze. Das wirst du auch. Versprochen. Schon morgen bist du zu Hause. Und deine Mutter wird mir verbieten, dich je wiederzusehen. Los, los! Sie kommen näher! Oh Gott, was muss ich denn da machen? Ich muss auf sie schießen, okay. Ja! Das ist jetzt was ganz Neues. Das hatte ich noch gar nicht. Einen erwischt! Okay. Einer bleibt noch. Jetzt habe ich sie beide. Oh. Au! Zack! Halt dich fest! Mehr Velociraptoren! Hast du ihn erwischt? Ich glaube nicht. Wo ist er? Okay. Was? Ist an der Tür. Tritt zu. Tritt gegen die Tür. Wow. Die Gewehre. Ja, und jetzt? Barry, es ist Delta! Ich weiß, das sehe ich selbst! Ja, aber was soll ich denn machen? Was ist dein Problem, Barry? Deine Fahrkünste, die sind das Problem! Ach so, ich kann doch zielen, okay. Oh, ich habe das jetzt nicht gesehen, dass ich da noch... Boah, das ist gar nicht so ohne jetzt. Irgendwo... Da. Ja, ich hab ihn.
Aber das ist gar nicht so einfach. Warum dauert das so lange? Weil ich nicht zielen kann? Hast du das gesehen? Das muss ich Mom erzählen. Nein, ihr dürft eurer Mutter niemals davon erzählen. Wir müssen nach drinnen. Folgt mir. Alles muss erfasst werden. Alle Notfallgeneratoren anschalten. Wo waren Sie? Neuer Plan. Die Mission ist etwas ausgeufert. Ich lasse hier alles wegbringen. Ja, da war Dr. Wu nicht not amused. Vic Hoskins, ja, geht jetzt der Arsch auf Grundeis und er flüchtet und nimmt möglichst viel mit. Es war eine geile Verfolgungsjagd mit den Raptoren, hat mir total gut gefallen, auch mit dem Schießen, weil es sehr abwechslungsreich war. Und, ja, aber noch ist das Ganze ja nicht geschafft, also, oh, ganz knapp war's. ja, der Indominus Rex ist ja immer noch frei. Und die Raptoren auch, was das Ganze jetzt gerade nicht besser macht. Und, ja, da müssen wir jetzt dann in der nächsten Folge schauen, dass wir irgendwie das wieder unter Kontrolle bringen. Oder ja, wie will man denn einen Indominus Rex unter Kontrolle bringen? Irgendwas muss uns da einfallen. Wir haben ja auch ganz, ganz viele Besucher, die im Park unterwegs sind. Und es sind wahrscheinlich schon viele draufgegangen. Aber ja, vielleicht können wir doch noch den einen oder anderen retten. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es geht jetzt in die richtig heiße Phase von Jurassic World. Ich hoffe, euch macht es genauso Spaß. Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht so viel erzählt habe. Dafür hattet ihr vielleicht ein bisschen mehr Spielhandlung, hoffe ich jedenfalls. Und ja, viele Neuigkeiten. Und wir haben den Immortodon freigeschaltet. Das ist schön, das freut mich. Ja, und dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.